Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Imperium Galactic Survival in der Alpha 12. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, meine letzte Folge hat euch gut gefallen mit dem Zeitraffer und mit der Schiffvorstellung natürlich. Ja, heute wollen wir ein bisschen farmen gehen. Ihr seht, ich habe vorne drauf... ich habe hier vorne drauf jetzt einen Werkzeugturm. Also eine Boilerfette. Da habe ich hier schon ein bisschen mit rumgetestet am Prometheum-Asteroid. Den habe ich mal leer gefarmt. Da war ja nur noch so ein ganz bisschen drauf. Und jetzt wollen wir uns mal aufmachen. Und mal gucken, dass wir noch einen Asteroiden finden. Jetzt habe ich natürlich gesehen, ich bin jetzt hier mit dem Kontrollelement verbunden. Hier. Also Container, Kontrollelement, Erz und Holz, das habe ich noch verbaut im Schiff. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gemacht. Aber er packt es halt immer... Ja, ist ja gut. Er packt es halt immer hier rein und wenn das voll ist, muss ich das erst wieder hier rüberziehen. Ja, ihr seht das. Anständig an Steine gefarmt und 2012 Prometheum. Wir sind schon wieder bei 38.000. Ein bisschen musste ich schon da lassen, weil wir irgendwie nicht mehr vom Planeten hochgekommen sind. Wenn es da irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. So, jetzt werden wir jetzt mal dahin hinfliegen, was das ist. Ja, irgendwie spackt er hier. Guck mal, immer wenn ich den Autopilot reinmache, will er nicht mehr. Warte mal, muss ich mich mal. Nee. Da unten ist noch Kupfer und Kupfer. Jetzt aber hier hin. Das fliegt da 95 ms. Wenn ich jetzt Autopilot reinmache, geht er runter auf 81 ms. Warum? Verstehe ich nicht. 83 ms. Hä? Ja, auf jeden Fall, ja. Wenn man zu viel geladen hat, dann werde ich auf einmal auch so langsam. Aber das ist ja, denke ich mal, normal. Wäre es vielleicht sinnvoll, noch einen Thruster hin reinzubauen? Dass er vielleicht noch ein Tuck schneller ist oder keine Ahnung. Ich meine, das ist ja das Schiff vom Unotch. Da sollte, müsste der mir mal sagen, was man da machen könnte. Dass wenn der beladen ist, der Pot hier, dass, wie man sich, ob man dann, ob es irgendwie was bringt, irgendwie noch einen Thruster reinzubauen oder so. So. Dann vorbei hier. Ich hoffe, das ist nicht irgendein Scheiß jetzt. Silikon-Asteroid. Ja, warum nicht? Ja. Nehmen wir halt Silikon auch noch mit. Silikon kann man immer gebrauchen, denke ich mal. Titan-Asteroid wäre mal ganz geil. So. Langsamer. Und mal gucken. Hier ist alles. Ist das schon Silikon oder. Ne, da unten. Und da. Dann fahre ich den mal ein bisschen runter hier. So. Weil das Ding ja oben drauf ist. Jetzt ist das nächste Ding hier. Man muss jetzt immer hier drauf zugreifen. Gibt es nicht eine Möglichkeit, sich das hier auf eine Leiste zu legen? Das wäre auch mal ein Ding, was ich mal gern wissen würde. So. Jetzt bauen wir mal ein bisschen ab hier. Das geht ja rucki zucki hier. Wie Schmitzkatze geht das hier ab? Da macht der Asteroid mal kurz einen Abflug hier. So, warte mal. Seht ihr, jetzt packt das hier rein. Aber ich will das ja da drin haben in der Kiste. Mal gucken, da haben wir noch was. Bisschen rum hier. Jetzt muss ich da wieder drauf, das ist ein bisschen nervig. Aber bei der Menge, die du hier rauskriegst, ist eigentlich auch scheißegal, ne? Ja, Mensch. So, der Rest ist nur Schotter, denke ich mal. 60.000. Okay, dann haben wir das hier auch erledigt jetzt. Müssen wir mal schauen, wo der nächste ist.
Ah, da können wir auch noch hin, ne? Planetary Mount. Da ist auch noch was. 15 Kilometer. Aber sonst scheint hier nichts mehr zu sein, ne? Mal nach da. Ein bisschen nach oben. Ne, hier ist auch sonst nichts. Doch, da ist noch was. 21 Kilometer. Ja, dann heizen wir da mal hin. Oh, das ist natürlich echt übelst weit, ne? Dann jetzt fliegt er nur noch 89. Das liegt daran, dass ich halt zu schwer bin. Wir brauchen auch so viel Steine eigentlich nicht, ne? Oh, guck mal, wie viele Steine wir haben. Schmeiß ich raus hier. Oh, kein Mensch, so viel Stein. So, 98. Das ist schon besser. Oh, geht doch recht fix eigentlich, ne? Polaris Orbital Trading Station. Wir kommen jetzt irgendwie keine Feinde oder so. Wir fliegen erstmal zu dem, der am weitesten entfernt ist. Das ist sinnvoller. Und ist auch noch irgendwie was. Ja, wir sind immer noch nicht bewaffnet. Wir haben immer noch diese und die Kanonentürme hier drunter. Ach ja, und ich bin schon fleißig dabei, für ein Schiff zu farmen. Ich habe mich übrigens umentschieden. Noch ganz kurzfristig. Ich nehme zu dem Endgame-Schiff vom Unoch, nämlich noch ein Jay Randall-Schiff dazu. Also wir nehmen nicht den Jäger vom Unoch diesmal. Wir werden mal... Ich will gerne Jay Randall-Jäger haben. Warum auch immer. Einfach so. Habe ich mich einfach umentschieden jetzt. Und ja. Dann schauen wir mal. Aber dieser Folge ist erstmal ein bisschen das All weiter erkunden. Die Fragezeichen aufdecken. Was ist was hier? Wäre jetzt schön, wenn wir jetzt einen schönen Titan erwischen würden, ne? Richtig fettes Titanenvorkommen, das wär's mal. Oh, ich gucke schon mal fleißig, dass wir nicht hier, da 10 Kilometer. Ah, den hatten wir vorhin schon gesehen, wer weiß, was das ist. So, jetzt sind wir gleich da. Dann müssen wir noch zu Planetary Remand, glaube ich, ist das gewesen, ne? Da ist ja auch noch ein bisschen Erz. Schauen wir mal, was da so ist. Ich hoffe, das ist was zum Abbauen. Jetzt kommen wir nicht mit Eisen oder sowas. Können wir gleich wieder umdrehen, weil Eisen habe ich in Massen, da brauche ich... Das ist auf dem Planeten in Massen, das brauche ich hier nicht. So, komm, sag an, was ist das? Tralala. Oh, ey, warum? Warum habe ich das gewusst? Warum? Wieso habe ich das gewusst, dass das ein Eisen ist? Na gut, dann können wir hier weg. Weil Eisen will ich nicht. Jetzt fliegen wir zu dem dahin. Ja, oben links seht ihr noch Chopper Asteroid. Haben wir ja auch noch. So. Guck mal, was das ist. Da muss ja am Planeten ein bisschen vorbei, ne? Ja, und dann sollten wir mal zusehen, dass wir langsam an Warp kommen. An einen Warp-Antrieb. So auch mal woanders hin können. Okay, da ist was Rotes wieder. Ne, der ist doch noch hier vor dem Planeten, ist er noch. Warte mal, hier ist doch noch ein Planet irgendwo, ne? Oder? Nee.
Nee, da nicht. Dahinter ist der, oder? Jetzt zeige ich doch zwei Planeten hier auf der Minimap. Ich denke mal, dass der hinter dem ist. Und das wird wahrscheinlich nur ein verkackter Mond sein mit Zirak-Soldaten. Da würde ich gerne mit dem J-Randall-Schiff hinfliegen. Also da fahre ich schon ganz fleißig außerhalb der Aufnahmen mit. Da bin ich so richtig am Knechten schon. Das ist eine saure Arbeit, das alles zu farmen, ne? Und wenn ich jetzt schon an das, an unser CV denken, was ich euch ja schon vorgestellt habe, da wird mir ganz schwindelig. Das ist wirklich die Hölle auf Erden dann. So, komm, zeig an, was ist das? Prometheum. Ja, ja, okay. Warum nicht, ne? Warum sind da zwei Brocken? Warum sind das hier zwei? So, der erste ist das nicht. Oder ist das... Nee. Sieht aber noch wenig aus, oder? Ich fliege da mal ein bisschen näher ran. Wenn wir den richtig leer fahren können. Ups, da war ich super nah jetzt hier. Farming, Farming. Oh, so möchte ich ja echt mal von Anfang an farmen können. Oh, wäre es jetzt schön, wenn wir jetzt kein Gewicht hätten, ne? Ohne Gewicht spielen. Oh ja, wo könnte ich das farmen, das Ding? Und mir keine Sorgen machen. Kann schön das Lager vollpacken. Hab ein bisschen Angst immer hier, Leute. Das ist so viel wert. Flup, 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 ist der Asteroid weg. So muss das sein. Ja, da hat der Unoch recht gehabt. Hast du vollkommen recht gehabt, Unoch. Das Ding, da brauchst du keine Bohrlafetten für. Da kriegst du einfach diesen Kackturm hier. Oh, wie der das wegmäht. Wie so ein... Wenn ich hier beim Friseur bin oder sowas. Ach, warum voll, siehst du? Ja, was denn jetzt? Hört mal hier. Naja. Komm ich gar nicht runter. Dahinter noch irgendwas ist. Steine schmeißen wir gleich wieder weg. Alter, da ist noch was. Steine, die schmeißen wir gleich vom Bord hier. Kann ich auch zoomen oder so? Nee, ne? Zoomen geht nicht. Ja, aber so gönne ich mir das doch hier. Steine, ey. Ich habe unten auch noch so viele Steine. Wir sehen, ey, wie viel ich für den Basen, allein schon für den Basenbauer. Wie viele Steine das waren. So ein Stück runter. Ich meine, hier war noch was. Am besten man stellt sich unter den Asteroiden, aber auch nicht zu weit. Ihr seht, ich komme hier nicht höher mit der Kanone, ne? Flup, 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 alles weg. Wo ist hier noch irgendwas dran, ne? Nee, ne? Alles abgegrast hier. Okay, haben wir auch leer. Jetzt wollen wir natürlich noch... Warte mal, wir müssen einmal noch immer rein hier. Bisschen ausrichten wieder hier so. Irgendwie so. Genau, so. Jetzt war... Ein Messer. Müssen wir einmal um den Planeten drumherum.
wir die. Wie viel haben wir denn hier? 5000 haben wir jetzt schon rausgekriegt. Ja, die Steine können wir. Und tschüss. Auch keiner. Aber wir haben ja 5222 Promethium ausbekommen. Aus dem anderen schon, den ich außerhalb der Aufnahme schon ein bisschen leer gefarmt habe. Aber da war ja nicht mehr viel. Da haben wir viel mit dem Handbohrer schon entfernt. Oh. Nein. Habe ich mich vertan. Wollte ich gucken. Taste Alt. Ah, ich habe das jetzt C gedrückt aus Versehen. So. Hier nochmal auf. Ja, dann hatte ich hier noch alles eingesortiert wieder, weil ich zwar ganz viel umgruppiert halt, ne? Neue Sachen gemacht und so. Hier wie Bohrer zum Beispiel oder CPU war nicht da. Ach da, doch, hier, Kern. Na, okay, egal. Sehe ich jetzt erst. Ja, das Wi-Fi und so. Also manche Sachen waren noch nicht da, die habe ich dann mal... Dann mal noch da eingefügt, da ist das Ding. So, noch 9 Kilometer. Aber werden wir den Kasten hier auch noch ein bisschen abbauen. Ich denke mal, der Talon, der da drinnen steht, der wird wohl geschützt sein in seinem komischen Raum. Ich werde jetzt auch keine Rücksicht nehmen. Einfach weg damit. Dann muss ich mal gucken, dass ich noch ein paar, eventuell ein paar Polaris-Quests mache oder so. Dass wir ein bisschen handeln können. Den Planeten müssen wir auch noch ein bisschen erforschen. Das werden wir, glaube ich, als nächstes machen. Erstmal hier hin. Das, was da in 11 Kilometer ist, will ich gar nicht wissen, rechts von uns. Ja, den ganzen Sachen gehen wir aus dem Weg, aber sobald wir den J. Randall Fighter haben, werde ich euch dann in der nächsten Folge vorstellen. Dann werde ich dafür Munition schon so viel, wie es irgendwie geht, weil es ja auch nach Volumen geht, auch mit Munition. Ich kann ja nicht unendlich reinprügeln. Werde ich da so gut es geht irgendwie bauen. Dass wir hier mal ein bisschen aus der Hufe kommen. Muss ja nicht alles sein. Ich denke, mir wollte die Farmerei sowieso nicht sehen. Von daher, ob ich das jetzt alles cutte und während der Folge mache oder während der Aufnahme oder ob ich es außerhalb der Aufnahme mache, macht keinen großen Unterschied. Ihr müsst euch das hier nicht antun. Zeige ich euch lieber das Endergebnis und farme dann so ein bisschen. Schon wieder auf irgendwelche Viecher. Ja. Ja, hier haben wir auf jeden Fall noch. Oh ja, schön viel. Schön viel Matz hier. So. Ja, Nahrung wird knapp gerade ein bisschen. Ein bisschen hiervon einsammeln. Pentaxid kann man immer gebrauchen. Ja, und ist zwar so ein Quest-Asteroid hier, aber die Quest-Sachen kann man ja sowieso nicht kaputt machen, also eigentlich auch vollkommen egal. Ist dann halt nur nicht mehr so hübsch, das Ding. Komm hier nicht hin, ist zu weit weg. Voll. Vernichten. Rein damit. Bisschen anfliegen hier. Na, wir bauen erstmal das Pentaxid hier weg. Was? Achso. Falsch. Nicht den Überlebenskonstruktor, was soll ich da denn nennen? Oh, was jetzt? Ich wollte gerade sagen, wieso bauen denn nichts ab? Ja, das ist so ein Quest-Asteroid, deswegen
Aber deswegen spackt er hier ein bisschen rum. Alles meins. Dann kommen wir ein bisschen hoch, sonst komme ich da wieder nicht dran. Das ist echt nervig, immer hier drauf zugreifen und bla. Ob man das jetzt nicht richtig anzeigt, weiß ich nicht. Jetzt hat er es doch gemacht. Länger draufhalten, der bringt auch nicht viel mehr. Ich das natürlich nicht alles verlieren hier. Schmeiß mir was raus. Ja, kriege ich das jetzt hier oder? Ja, lässt sich glaube ich nicht so ganz abbauen, ne? Ein paar Sachen lässt er mich nicht machen. Ich komme nicht weiter runter. Ich aber noch. Kann das nicht abbauen. Ich hätte auch keinen hier. Oh, hier ist nämlich noch mehr. Guck mal hier. Oh, oh, da müssen wir jetzt mal wieder ausladen hier. Schön, immer her damit. Ja, da ist dieser weiße Käfig. Was auch immer ist, da ist halt dieses die Quest drinne. Schön locker und lässig offenlegen. So, nochmal einmal rum hier. Dann holen wir uns das Promethium hier auch noch weg. Oh, nicht so weit. Hier ist noch Pentaxid. So. Was will ich da denn immer? Ah, da lässt er mich das nicht mehr abbauen. Ich glaube, es lässt er mich nicht abbauen. Ich das hier noch weg? Ja. Also hier spackt er gerade ein bisschen rum, was das auch immer soll. Aber er ballert da immer noch rum. Weil es eine fremde Struktur ist, oder deswegen knallt er hier mal rum. So, warte mal kurz. Den Müll erstmal hier rausschmeißen, ja. Den Shit da rein. Dann lässt mich das nicht abbauen, ne? Und das auch nicht, ne? Das. Und da lässt er mich wieder. Das, doch, jetzt kriege ich das Pentaxid noch. Er muss da länger draufhalten oder die richtige Hitbox erwischen. Ah. Jetzt geht das, komischerweise. Das hier auch unter dieser weißen Plattform. Keine Ahnung. Gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Prometheum hier abgebaut kriegen. Versuchen wir, ich mache ihn mal so ein bisschen hin und her. Lödel. Ne, ich glaube, er lässt mich hier nicht abbauen. Dann lass uns mal. Na. Ah, Jetpack aus. Oh, Jetpack wäre an. Halt, nein, Jetpack an. So, lass mal gucken, ob wir das so wegkriegen. Lol, damit geht es. Ja, er lädt es ein. Ja, bauen wir es halt hier mit weg, ne? Am Werkzeugturm wollte er jetzt irgendwie nicht. Das ist wohl ein bisschen buggy, scheint mir so.
einer geschrieben, dass das... Irgendeiner hat hier geschrieben, dass das eine Dings-Quest ist, eine Polaris-Quest. Ich glaube eher eine Talon-Quest, ne? Weil da steht ja ein Talon drin und kein Polaris. Oh, ich meine, warum sollen wir das hier liegen lassen, ne? Nehmen wir doch alles mit. Legen wir halt den Questraum hier offen. Das kann dem Questraum ja egal sein. Ich meine, die Quest kann man ja trotzdem noch machen danach. Müssen wir dann wohl auch machen. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Wir questen dann in der nächsten Folge ein bisschen rum. Aber das mache ich dann schön mit dem Jäger. Da können wir nämlich auch mal schön die Polaris angreifen, sag ich schon. Die Ziras können wir dann noch schön angreifen. Die Piraten können wir angreifen. Ach, wir können alles platt machen dann. Eigentlich sind wir dafür ja auch hier, ne, um alles platt zu machen. Haha. Na, das will ich noch und das Stück will ich auch so. Jetzt holen wir das Pentaxid noch hier weg. Geht auch, sehr schön. Ah, er beschwert sich da drin schon, der Talon. Ich habe schon wieder Knurren gehört. Machen wir es hier mal ein bisschen hübsch, ne? Hat er halt einen kleineren Asteroiden, kann ich halt auch nichts zu. Ist halt Pechkeule. Sonst habe ich die ganzen Viecher vom Hals geschafft. Da fällt das hier in sich zusammen? Was habe ich gerade gehört? Warte mal. Licht. Wir haben hier kein Licht an. Was sagen wir hier? Pentaxid können wir definitiv gebrauchen für den Schild und alles. Mal langsam auch zusehen, dass wir das Zeug kriegen. Wir brauchen unbedingt Flugspuren ohne Ende. Das heißt, wir brauchen unbedingt Titan. Aber nicht irgendwas an Titan. Wir brauchen Titanerze. Damit wir die Flugspuren auch herstellen können. Nutzt uns nichts, wenn wir Titanplatten haben oder so einen Müll. Wir müssen schon an die Erze rankommen. So. Guten Tag. Ja, jetzt hat er hier ein bisschen Luft. Ja, war so stickig da drin in dem Felsen. Hat er hier so ein bisschen Sauerstoff von außen. Naja, was man so Sauerstoff nennen kann. Ach, er ist doch voll der Immortalon, ja. Das bisschen Schwerelosigkeit und kein Sauerstoff und eisige Kälte. Das wird er wohl noch aushalten, ne? Wollte ich mal nicht so anstellen wie so ein Mädchen, ne? Indianer kennt keinen Schmerz. So. Da ist immer noch was. Schau mal, wie viel ist denn hier? Ja, mit dem Turm ist echt geil. Auf jeden Fall recht gehabt. Die Dinger gehen ja richtig ab. Problem ist einfach dieses scheiß Volumen und ich weiß nicht, wie ich mich mit dem großen Kontrollelement verbinden kann. Weil da baut er das ja nicht rein, soweit ich weiß, oder? Oder musste ich gar kein Kontrollelement für Erz und Holz und so weiter? Hä? Ich hab keine Signale hier. Guten Tag. Oh, mein Schiff ist da. War noch kein Signal. Das ist schlecht. Vernichten. Ja, wir sollten vielleicht
Können wir hier noch ab? Was? Ach Mann, ey, komm schon. Bin wir nicht verbunden, ne? So. Nee. So. Naja, war nur Schotter. Oh, hier noch ein ganz kleines Stück. Ach, alles meins. Alles meins! Oder legen wir mal seine Hütte hier mal ein bisschen offen. Wenn mal so kackend reißt. Das ist ja gleich hier, wo das Kreuz ist, auf dem weißen Untergrund. Da ist der Questgeber drin. Kann man nicht verfehlen. Auch für andere Weltraumpiraten und so. Oh, hier ist das, ne? Und dann steht er da vorne. Ist aber auch nichts mehr, ne? Ja, da oben steht Multilafetter. Ja, das, ich habe das mal versucht in die Hut zu ziehen, aber hat nicht geklappt. Jetzt habe ich einen Marker mit Multilafetter im Weltall stehen. Mein Raumschiff schießt gar nicht mehr. Muss ich jetzt zufällig davon ausgehen, dass er jetzt die ganze Muni verballert hat. Da ist der Kern übrigens. Hallo, Herr Kern. Wir können jetzt ja eigentlich seinen Kern wegballern, ne? Nein, glaube ich, geht nicht, ne? So, egal. Wir hauen jetzt wieder ab hier. So, können es jetzt ja auch schön hier hinstellen. Hier oben rumlaufen. So. Ja. So, schauen wir mal, was haben wir denn hier? Noch mal andersrum so. Ja, wir haben 5921 Prometheum gefarmt, 1064 Herestrum und 1101 Pentaxid. Das lohnt sich doch mal hier. Das gönne ich mir doch mal hier. So, und jetzt gehen wir mal auf alles. Achso, geht ja nicht. Also hier. So. Oh. So wollte ich das haben. Er soll mal ohne Ende herstellen. Dann haben wir genug für ein Schild. Ja, wir brauchen ganz dringend. Wir brauchen ganz dringend Zeug, ne? Boah, wir können nichts bauen hier. Den brauchen wir. Da brauchen wir 20 Flugspuren für. 10 Kondensatoreinheiten. Dann brauchen wir Höhlenpolarisierungsschild. Brauchen wir Oszillatoren für Kondensatoreinheiten, auch 20 Flugspuren. Also wir müssen noch mal gucken, dass wir zu diesem Schiffsfriedhof kommen. Und wir haben schon. Oh, wir haben schon Überlänge, mein Lieben. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen in einer weiteren Folge. Ich hoffe, dass ich bis dahin den geilen Jäger fertig habe. Und ja, lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Aber wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.